Tipps für den Mann. Nummer 1, die Lederhose. In der Länge der Lederhose, da muss sich eigentlich jeder selber entscheiden, was er gerne trägt. Es gibt also hier die Hose, die über dem Knie endet, die Dreiviertel-Bundhose oder die lange Lederhose. Ich persönlich bin ein Freund von der kurzen Lederhose, dazu schicke Wadelwärmer, ja, Wadeln natürlich auch, und schicke Strümpfe. Stickerei, auch je nach Gusto. Hier haben wir so jetzt in so einem Gelbgrün, das ist eigentlich seit 2 Jahren somit die stärkste Hose. Da ist auch noch so ein ganz toller gestickter Latz dran. Wird sehr, sehr gern gekauft von den Männern. Erbstücke gibt es ja auch öfters. Ich habe von meinem Opa Lederhosen gekriegt und. Das sind natürlich die Highlights. Also wer sowas hat, der soll die Hose bitte behalten. Soll sich einen guten Lederschneider suchen, weil meistens ist es das, dass einfach die Hose durchs viele Tragen hier hinten am Hintern total ausgebeutelt ist. Das muss man einfach abnähen, vielleicht ein bisschen mit Lederseife abwaschen, ein bisschen mit einer, es gibt so einen speziellen Lederradiergummi, wie man auch Velurschuhe reinigt, damit einfach hier vorne so ein bisschen das Leder abrubbeln, dann sieht die Hose aus wie neu. Aber bitte, bitte, bitte behalten und tragen, weil das ist richtig kultig. Die tägliche Pflege im Umgang meiner Lederhose, es gibt keine tägliche Pflege. Ich sage immer, eine neue Lederhose, da gehören Händelfinger abgewischt, da gehört einfach mal Bier drüber geschüttet etc. Da gehört eine Patina drauf. Es gibt nichts Schlimmeres wie eine neue Lederhose, die einfach noch nicht speckig ist. Also schön alles abwischen. Das Gilet, die Weste für den Mann. Es gibt 2 unterschiedliche Formen. Also es gibt natürlich mehrere Formen, bei mir gibt es 2 Formen. Das ist einmal die einreihige Weste, die ist sehr schön, die ist in Samt. Samt ist bei den Männern auch immer wieder ein ganz klassisches Thema, wird immer in der Tracht sehr viel verarbeitet. Und dazu der Seidenrücken hier, also auch ganz traditionell mit den Hirschen. Bei der Weste lässt man beim Einreiher oben 3 Knöpfe auf, unten 3 Knöpfe auf, dann hat das auch einen richtigen Tragekomfort. Wenn man sitzt, kann da nichts spannen und nichts weggesprengt werden. Der zweite Schnitt der Weste ist die Weste im Doppelreigen. Hier haben wir auch wieder das gleiche, haben vorne den Samt, hinten die Seide. Allerdings bei der doppelreigen Weste sollte der Träger darauf achten, dass es wirklich geschlossen getragen wird, weil das sieht einfach echt doof aus, wenn hier vorne dann diese Sachen so überlappen. Also diese Weste muss geschlossen getragen werden. Ist nicht ganz bequem, aber unsere Dirndl sind auch nicht bequem. Dann zur Abrennrundung eines jeden Wiesen-Outfits gehört natürlich der Janker. Hier gibt es also auch die verschiedensten Materialien. Wir haben also von Kaschmir über Kord über Samt auch alles im Programm. Der Janker für den Herrn ist einfach jetzt nicht nur für die Wiesen ein schönes Kleidungsstück, sondern gehört einfach, sag ich einmal, in den Schrank eines jeden Bayerns, weil bei uns kannst du das nur normal zu Jeans oder sonst was einfach auch super anziehen. Hier haben wir eine, die ist auch zweifarbig, ein bisschen im Jägerstil gehalten, hat hinten den Riegel. Bei den Jackenmännern lasst es an, solange es geht. Also ich sage mal so, bis das Essen serviert wird im Zelt, sollte man sich also schon noch in der Jacke die Jacke anlassen. Dann könnt ihr sie einfach aufhängen und bitte nehmt sie wieder mit nach Hause. Die Hemden sind inzwischen, muss ich sagen, die Karo-Hemden sind ein bisschen rückläufig. Der Trend geht immer mehr zu den weißen, schlichten Hemden. Der Stehkragen hat sich auch ein bisschen neu erfunden. Es gibt einen Stehkragen, der inzwischen ein bisschen wie so ein Schalkragen ist. Sehr modisch, sehr trendig. Schaut top aus, wenn der Mann von Welt sich da einen kleinen Schal reinbindet. Wir haben es jetzt hier bei uns auf dem Bild fotografiert. Das ist natürlich top. Also würde ich so einen Mann gestylt auf der Wiesen sehen, dem würde ich 10 Punkte verleihen. Also Schuhe ist natürlich auch ein tolles Thema bei der Herrentracht. Ich finde immer bei den Jungs so bis 15, 16 sieht es süß aus, wenn die ein paar Chucks dazu anhaben. Dicke Wollsocken, ich finde da passt es. Allerdings, Männer, alles was über 16 ist, die Chucks bleiben bei den Sportschuhen. Ihr tragt bitte Haferlschuhe. Und da ist natürlich dem Geschmack auch keine Grenzen gesetzt. Ich habe also auch schon rote Lackhaferlschuhe gesehen, ich habe lila Schuhe gesehen. Muss sagen, ich finde es cool, ich finde es mutig. Und Männer, traut euch einfach mal was. Es geht die Farbpalette bei den Schuhen, gibt es viel, viel mehr als nur schwarz und braun. Wildleder oder Glattleder soll auch jeder selber entscheiden. Dann habe ich natürlich hier noch das Charivari für den Mann. Finde ich auch super traditionell, wenn er es hier vorne an seiner Lederhosen trägt. Schaut einfach toll aus. Da gibt es ja auch richtige Sammlerobjekte. Auch klasse, wenn man das aus Großvaters Schublade rauskramt und einfach das ergänzt mit den teilweise mit den Münzen und Stoßzähnen und Hörnern, was man alles dazu kaufen kann. Finde ich auch super cool.
Ein Thema habe ich noch hier, das sind die Hosenträger. Man sieht häufig die Dreiviertel-Bundhosen einfach mit Hosenträger getragen. Das ist auch so ein bisschen rückläufig, würde ich sagen. Die Vereine, die ganz traditionellen Bayern-Bauern haben immer noch die Hosenträger dran. Ich sage jetzt mal, der moderne Lederhosenträger, der geht dann schon lieber auf die Gürtel zurück, was halt auch toll ausschaut. Große Koppelgürtel und oder Koppelgürtel gefertigt mit den Initialen, finde ich, schaut zur Lederhosen auch super aus. So, liebe Männer, das waren meine Tragetipps für die Wiesn 2015. Ich bin die Patsy Schmidt-Grabsch, ich bin die Designerin von Geweida Trachtencouture. Und ich wünsche euch eine super Wiesn und wenn ihr Lust habt, schaut mal bei mir vorbei in Egenhofen. Ich habe ein super Showroom, wo alles auch... Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare. Und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.